Guten Abend. So, meine Lieben, ich war mal wieder einkaufen, Vorräte auffüllen. Wie findet ihr übrigens heute die Lichtverhältnisse? Ich sitze diesmal direkt neben meiner Lampe. Sandra hat so toll eingekauft. Die nackte Wahrheit. Ja, ich bin ein bisschen fertig, komme gerade aus der Küche. aus der Stadt, von der Arbeit, in the DM, in the little, the home. Ich bin dermaßen fertig. Aber ich habe gedacht, bevor ich die Sachen wegräume, zeige ich euch das ganz schnell. Fangen wir an wahrscheinlich mit dem Interessantesten. Und zwar mit den aktuellen LEs von Essence und P2. So, von der Essence You Rock LE hat mich ja nicht so wirklich was angesprochen. Außer dieser gehypte Nagellack, der in Dupe sein soll, zu dem einen von irgendeiner anderen Marke, der mir jetzt nicht einfällt. Und zwar ist das dieser hier, der so lila, bräunlich, schimmert. Ich meine, dass es sowas ähnliches mal von P2 im letzten Sortiment gab. Aber egal, ne? Wir brauchen ja die Nummer 02 Love, Peace and Purple. Habe ich gleich im Doppelpack gekauft, weil es ist wirklich schon eine sehr schöne Farbe. Und ich wollte mir das nicht entgehen. Meistens ist es so, dass ich mir dann doch nicht was mitnehme und es im Nachhinein bereue. Deshalb ist entweder einer für mich und einer für euch. Oder vielleicht sogar manchmal beide für euch. Also irgendwann, ne, kommt Dickfett-Contest. Und dann, also ich sammle noch ein bisschen. Das wäre das Erste. Die kosten 1,45. Dann aus der LE. Das Einzige, was mich dann auch so ein bisschen angesprochen hat, war dieses Refreshing Spray. Also das hier. Das, toll. Was rieche ich eigentlich da dran? Ich rieche eh nichts. Ich bin ja allergiebehaftet, ne? Das ist gerade so... Oh, erfrischendes Spray. Ja, es hat... Also Kollegin sagt, es riecht floral. Ich kann gar nichts sagen. 100 Milliliter sind hier drin und der Kostenfaktor ist dafür... Kann ich euch nicht sagen, weil ich habe es getrennt gekauft. Ich meine 2,45 €. Dann von Essence, weil ich ja sonst noch nichts habe von Essence. Und kennt ihr Essence eigentlich, ja? Die haben ja auch Lippenstifte und so. Und Sandra hat gemeint, sie müsste sich mal einen Lip Liner holen. Warum auch immer, sie wollte es einfach ausprobieren. 01 Soft Rose. Bringt euch eh nichts, sie sieht das eh nicht. Auf jeden Fall, ja, so ein Rosenholz-Nude-Ton. Ich kann euch das ja must-watchen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt erkennt, so... Ja. Fragt mich nicht, vielleicht habe ich ja die Hoffnung, dass mein Lippenstift dadurch besser hält. Pfoten weg, ich sag's dir. Dann, das zweite, was wahrscheinlich so interessant ist, ist die P2 LE. Und zwar, wie heißt die P2 Interlace? Interlace. Keine Ahnung, kann kein Englisch, was das heißt. Vielleicht wartet einer von euch, könnt ihr bitte drunter schreiben. Aus dieser LE hat mich eigentlich nur meine Katze interessiert. Wiedersehen. Hat mich eigentlich nur interessiert, das Puder und eigentlich dieser türkise Lidschatten, der im Nachhinein gar nicht so toll schön türkis aussah wie auf den Pressebildern. Deswegen habe ich mir nur dieses Puder mitgenommen, das Innocence Transparent Powder mit dieser, ich glaube, ihr habt das schon gesehen, mit dieser spitzen Dingensbums. Sei doch mal ruhig da hinten. Sagt mir's doch, ey, wie heilt denn das? Ist halt ein Puder. Und es ist samtweich. Das hat, ich liebe sowas, wenn dein Puder sofort, ja, auftragbar ist. Ja, es ist transparent, wirkt matt, aber frisch matt. Also, können wir ja mal ausprobieren, ne? Was hat das gekostet? 3,25 €. Ich finde, P2 macht schon ein bisschen teurer hier Kosmetik. Und das andere, was ich mir mitgenommen habe, weil ich dachte, so ein dunkle Farbe habe ich noch nicht. Das ist der Seductive Mono Eyeshadow in der Farbe 030 Harmonizing Brown. Der sieht, wenn man ihn aufkriegt... Wieso geht denn der nicht auf, ey? Ah, einmal reingedatscht. So aus. Auch wieder diese schöne Spitze. Ich finde für Lidschatten ziemlich groß auch, oder? Findet ihr nett? Gott, bestimmt auch wieder eine scheiß Menge Geld, ey.
Ja, ich bin so jemand, der nicht darauf guckt, was er kauft. Hauptsache es gefällt. Ja, das sieht so aus. Das Licht verfälscht es natürlich, das tut mir leid, aber genauso samt war ich. Also ein Dätscher und ihr seht nichts mehr von der Spitze. Dann war ich. Ach so, ich brauche ein Tuch. Tolle Kulisse hinten, ne? Ich brauche ein Tuch. Habe ich bisschen rumgeguckt und habt ihr euch schon mal im Leben einen schwarzen Kajal angesehen? Ja, ich habe mir von P2 den Perfect Look Kajal mitgenommen in, wer hätte es gedacht, 010 Black, also schwarz, für die, die es nicht wissen. So einer zum Drehen. Die halten ja sowas von gut, die sind ja wasserfest. Ich bin da fast dabei, mir alle mitzunehmen. Was zeige ich euch? Das ist schwarz, ist schwarz. Die kann ich wirklich empfehlen. Wirklich, wirklich empfehlen. Also Top-Preis. Und ich stehe momentan total auf Gold. I don't know warum. Kann es euch nicht beantworten. Aber ich habe mich mal umgesehen bei P2. Habe auch mal runtergeguckt, was mich eigentlich nie so interessiert. Ich gucke mal da rein. Und da habe ich mal so eine True Color Eye Artist mitgenommen. Das ist die Farbe 070 Opulent Gold. Könnt ihr, ja. Kennt ihr auch so von diesen P2-Kajalstiften? Hier hinten ist so ein Schwämmchen mit drauf. Ja, und dann haben wir hier den tollen goldenen Stift. Der kostet 2,25 Euro. Und geswatzt. Also ich würde das nicht als Lidschatten nehmen, sondern nur als Base, weil ich halt so viele goldige Farben habe. So sieht das aus. Wäre ich schick als Base, denke ich. Hoffe ich, dass das jetzt kein Fehlkauf war. Also im Laden war der butterweich. Der hier ist jetzt ein bisschen härter. Smatschen wir mal. Kann man das überhaupt so ein bisschen smatschen? Ja, das geht. Ich denke. Vielleicht mache ich euch noch mal ein Tutorial dazu. Oder irgendwas. Also, keine Ahnung. Und dann. Ja, Gold. habe ich mir den P2 Crackling Lack in Gold geholt. 030 Golden Rush heißt die Farbe, aber es gibt ja nur diesen einen. Ich könnte mir das gut vorstellen, wenn man komplett weiße Nägel hat und den da drüber. Oh, das sieht bestimmt schnieke aus. Und das ist eigentlich ziemlich unspektakulär. Ich habe mir meine P2 Perfect Face Make-up Fixing Spray mitgenommen. Wieder, weil das alte jetzt leer war, logischerweise. Und das ist so toll für Pigmente aufnehmen. Also ich habe es ab und zu jetzt mal mit Wasser probiert. Es gibt nichts dagegen. Der Crackling Lack kostet für alle, die das noch nicht wissen, gar nichts, weil er nicht hier drauf steht. Fail. Und das P2 Spray. Bin so fertig, Leute. 3,95 €. Boah, das ist teuer, ey. So, dann, wo waren wir? Ja, habe ich noch was von M&Y mitgenommen. Und zwar die gehypten Farben, die ihr alle so toll findet. Und ich muss schon sagen, ich kapiere gar nicht, warum ich das so lange ignoriert habe. Weil es wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Farbe ist, muss ich sagen. Sieht aber so total unspektakulär aus. Ich glaube, deswegen hat mich das nie so interessiert. Schutzsiegel übrigens. Und zwar habe ich mir von M&Y den Blush, die Nummer 301, mitgenommen. Also ihr kennt das bestimmt schon. Das ist halt so ein schöner, warmer Pfirsichton. Und das Licht ist gut. Also auch butterweich, peachy-mäßig. Ich liebe momentan Peach-Töne. Das ist momentan total mein Ding. Und der kostet auch nicht viel. 2,95 €. Farbe 301. Sehr, sehr hübsch. Dann geht's weiter zum allgemeinen DM. Kruschelzeug. Wen das jetzt nicht mehr interessiert, der möge jetzt bitte abschalten. Aber ich musste ja ein bisschen auffüllen. Da habe ich mir einmal Nagellackentferner in zwei Varianten geholt. Einmal so zum Auffüllen für mein Töpfchen da hinten. Gibt es jetzt die Magic Summer Edition übrigens. Acetonfrei, das ist ja ganz wichtig, wer Gelnägel hat und drüber Nagellack trägt. Schön orange. Yes. Und einmal so hier, wenn ich Nageldesigns mache und es muss schnell gehen, mit so einem Pumpspender. Der ist auch acetonfrei, aber der ist von Ebelin. Mit Biotin und Arganöl. Bla bla. Keine Ahnung, ich wollte den Pumpspender. Dann habe ich mir
Ich mich anfixen lassen von jemand auf Twitter, die heißt Nyxina, also die kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr Twitterer seid. Das Balea Glossy Fuß und Bein Schimmercreme, die faszinierende Schimmer, ebenmäßig schöne Haut. Das sieht so aus. 100 Milliliter drin. Vielleicht guckt euch das mal an, wie groß das ist. Das ist nämlich nicht wirklich groß. Ich finde, es ist sehr teuer dafür, dass da so wenig drin ist. Steht da jetzt auch nicht drauf, aber das hat, glaube ich, 2,45 Euro oder 95 gekostet. Also leck mich an die Afternoon, ey. Was schön ist, ja, ich swatche jetzt eine Creme übrigens. Solltet ihr es jetzt wirklich nicht glauben. Warum holt sich Frau sowas? Warum holt sich Frau sowas? Weil sie will ja im Sommer schön schimmern. Wenn ihr jetzt mal ganz nah hier reinguckt in diese Creme, was ein bisschen obszön aussieht, wenn ich das so bemerken darf, sind da Glitzerpartikel drin. Und wenn wir das schön verreiben auf unsere Beinchen und dazu einen schönen Rock oder so anhaben, dann reflektiert das, natürlich so jetzt bestimmt nicht, aber dann reflektiert das schön in der Sonne. Schätze, denke ich mal, hoffe ich mal, wenn nicht, dann war das ein sehr teurer Fehlkauf für so ein bisschen Produkt. Und dann habe ich mir noch Vaseline gekauft. Das werde ich euch jetzt nicht sagen, wofür ich es brauche. Deutsche Arzneibuchqualität. Rafft das einer, warum das da draufsteht? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall habe ich was damit vor. Jupp. Da zeige ich euch dann aber nochmal, wenn es soweit ist. Und ich weiß nicht, kennt ihr das überhaupt? Benutzt es eigentlich irgendeiner von euch? Die Ebeling Cosmetics and More Augenbrauen. Das sind so Mini-Rasierer hierfür. Manchmal bin ich ja, Bings, SMS, bin ich ja zu faul, mir die zu zupfen. Und wenn die dann zu klein sind, schafft man das eh nicht. Dann nehme ich mir manchmal so ein Ding und dann rasiere ich mir das dann einfach hier mal ab oder hier. Boah, das Grüne kommt ja echt heute gut raus, ne? That burned. Ja, und meine Stimme, glaube ich, geht irgendwie weg. Irgendwie werde ich heiser. Sorry. Ja, und dann war ich noch kurz im Douglas. Gefragt momentan diesen Abend. Und zwar ist das ein Limited Edition Lippenstift von BU Star Lipstick, die Nummer 29. Also ich glaube, dass es Limited Edition ist, weil ich habe mich jetzt ehrlich nicht so drum gekümmert, aber stand im Aufsteller. Wer hätte es gedacht? Was hat sich Sandra für eine tolle Farbe ausgesucht? Ja. Nude, wie immer. Was gibt es anderes? Das ist ein Nude, was so ein bisschen schimmert und auf meinen Lippen, glaube ich, gar nicht jetzt so durchkommt. Kann das sein? Seht ihr was? Ich sehe gerade in der Kamera gar nichts. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall stehe ich auf BU. Kostenfaktor, also ich muss mir das nochmal im Sonnenlicht und so ansehen. Oh, schöner Glanz übrigens. Kostet 7,50 Euro. Und dann habe ich mir einen Lidschatten gekauft von Flomar. Der kostet 6,95 Euro. Sieht so aus, ist gebacken. Und als ich ihn gerade das erste Mal geswatcht habe, total scheiße, muss ich sagen. Also erstmal sieht er so aus, wer hätte es gedacht, Gold. Sehr, sehr hübsch. Und glitzert total übrigens. Jetzt seht ihr was. Ich schätze, warum der am Anfang so schlecht ist. Weil im Laden konnte man nämlich einfach mal so machen und dann hatte ich sofort Farbe und hab das hier geswatcht und es sah einfach nur geil aus, Mädels. Das sah einfach nur der Hammer aus. Und hier, ich schätze, man muss ein bisschen mehr drumherum fahren am Anfang, damit das eine gute Farbabgabe so abgibt. Aber man kann die ja auch nass auftragen. Das sieht so aus. Das Gold, seht ihr das? Oh, Sandra, jetzt bin ich wieder voll doof geswatcht. So. So sieht das schön aus. Schöner Glanz. Könnte ich mir aber auch vorstellen, hier im Hochsommer. Das glitzert. Das haut rein. Hier als Highlighter. Oh, das sieht schön aus. Was sagt ihr?
könnte man ja auch ein bisschen umdisponieren, wenn man auf sowas steht. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie es in der Kamera aussieht. Also das Licht ist ja hier jetzt auch nicht so das Beste, ne? Ja, mit totalen unnützen Spiegel mit drin. Wer braucht sowas? Egal. So, das war mein kleiner Haul aus dem DM. Er war ja wirklich klein. Und ja, vielleicht war da für den einen oder anderen wieder eine Inspiration mit dabei, etwas nachzukaufen oder ein Tipp, was es ja so Neues, Aktuelles im DM gibt. Ach ja, das habe ich mir auch noch gekauft. Den Spitzer für P2-Stifte. Für die Jumbo-Dinger. Und ja, das war es eigentlich schon. Wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Video, meine Lieben. Macht's gut. Bis bald. Ciao.